Frau Hölscher, Frau Neumann, was genau sind Ihre Aufgaben hier? Wir sind die Ansprechpersonen für Umweltfragen innerhalb des Hauses, aber auch für Externe. Wir sind auch in der Vorbereitungszeit mit inkludiert und sind auch dafür zuständig, darauf zu schauen, wie sind unsere Umweltauswirkungen überhaupt des Kirchentages und wie können wir eigentlich besser werden, also noch umweltfreundlicher, als wir jetzt schon sind. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, Frau Hölscher? Die ganze Vorbereitung läuft ja schon eine ganze Weile. Sagen Sie mal, wie lange sie schon läuft und was Sie in dieser Zeit alles gemacht haben. Ja, also die läuft schon über 2 Jahre, die Vorbereitungszeit auf diesem Kirchentag. Und im Umweltbereich fahren wir aktuell eine zweigleisige Strategie. Das heißt, wir versuchen möglichst CO2 einzusparen. Wir passen unsere ganzen Strukturen aber auch an bereits eingetroffene Wandel im Klima an. Zum Beispiel Extremwetterereignisse. Darauf sind wir besonders vorbereitet. Mit dem ganzen Haus, also dem ganzen Kirchentag und allen unseren Ehrenamtlichen und Mitwirkenden versuchen wir möglichst eine angepasste Strategie zu fahren und eine Struktur zu haben, um halt auch ja, Sicherheit für alle mitwirkenden Teilnehmenden und uns selbst zu ermöglichen während des Kirchentages. Ganz fix mal nachgefragt, Sie sagen Vorbereitungen auch auf Extremwetterereignisse. Was heißt das ganz konkret? Wir gehen davon aus, dass der Klimawandel schon eingetroffen ist und dass wir immer mehr in der Vorbereitung von Veranstaltungen, von Extremwetterereignissen wie Sturm, Gewitter oder extremer Hitze, dass wir damit rechnen müssen, dass wir davon ausgehen müssen, dass es eintrifft. Und wir wollen unsere Strukturen daran anpassen, aber halt eben auch Sicherheit gewährleisten. Wir kommunizieren nach außen, wie man sich verhalten soll. Zum Beispiel informieren wir darüber, dass man sich eincremen soll, dass man viel trinken soll. Und dafür halten wir auch eine Infrastruktur vor. Das heißt, es gibt Trinkwassersäulen beim Kirchentag. Wir raten dazu, sich im Schatten aufzuhalten. Wir bieten kühle Räume an, in denen man übernachten kann. Wir probieren aber auch Dinge aus, zum Beispiel unterschiedliche Kühlung von Großzelten. Ein weites Feld, wie man hört. Was sind die größten Probleme, wenn man sich an das Thema Umweltschutz beim Kirchentag macht? Wo sind die größten Schwierigkeiten, wo sind die größten Hürden? Also Kirchentag ist ja sehr, sehr vielfältig und das Besondere an Kirchentag ist, dass wir sehr viele Ehrenamtliche haben, die sich bei uns engagieren. Wir haben 40.000 Mitwirkende, die sich beim Kirchentag engagieren, also als Bläser, die hier Stände machen, wie in unserem Hintergrund. Und alle bringen Ideen mit. Und jede Idee ist halt nicht immer umweltfreundlich. Und Kirchentag ist auch eine Großveranstaltung. Das bedeutet, wir hatten zum Beispiel eine Anfrage, mitten durch die Stadt einen grünen Teppich zu verlegen. Dieses haben wir vermieden mit guter Kommunikation, mit den Personen, die diese Idee hatten und haben jetzt die grünen Bänke initiiert, die in der ganzen Stadt zu finden sind, wo sich auch jeder darauf ausruhen kann und was auch FSC-zertifiziertes Holz ist, also ein nachhaltiges Projekt. Ich denke bei dem Thema immer an Catering zum Beispiel, an Wasserversorgung, auch gut heizen muss man im Sommer nicht unbedingt, aber Klima, also runterkühlen Räumlichkeiten, das haben Sie ja auch schon angedeutet. Wie gesagt, auch an Sie nochmal die Frage, was ist, wo muss man am meisten ackern und kämpfen drum? Umweltarbeit ist immer auch eine Arbeit mit Menschen. Das heißt, wir sensibilisieren an allen Punkten, an denen wir können. Und manchmal trifft man halt eben auf Strukturen, die schon sehr lange so laufen, wie sie halt eben laufen. Und zum Beispiel kann es sein, dass wir an Veranstaltungsorten sind, wo Menschen davon ausgehen, dass es sehr kühl ist, wenn es draußen warm ist. Und da machen wir einfach auch viel ideelle Arbeit. Wir erklären, welche Auswirkungen es hat, zum Beispiel also Räume zu kühlen. Wir erklären, wie wir uns im Prinzip umweltfreundlicher aufstellen können, um gemeinsam etwas zu verändern. Und natürlich, das haben wir ja gerade schon angedeutet, klappt das nicht immer, weil wir arbeiten mit ganz unterschiedlichen Stellen zusammen, mit unseren Ehrenamtlichen zusammen. Und an der Stelle würde ich sagen, geben wir halt einfach unser Bestes und wir sind auch darauf angewiesen, dass wir Rückmeldungen bekommen und über die freuen wir uns auch immer sehr. Sie wollten ergänzen. Ja genau, also ich wollte ergänzen, dass natürlich die Ehrenamtlichen auch viele Ideen uns reinbringen und dass halt auch nicht nur, also dass auch wir in gesetzlichen Strukturen gebunden sind und das uns manchmal auch vor großen Herausforderungen manchmal stellt in Themen Umwelt. 2 Fragen zum Abschluss. Wird der Kirchentag eigentlich teurer dadurch, dass man sich mehr Gedanken macht um Umweltschutz und Klimaschutz? Das ist das eine. Und das andere ist, Umweltschutz und Klimaschutz heißt immer, er setzt auch Verzicht voraus, erfordert Verzicht, erfordert auch Umdenken. Worauf müssen Kirchentagsbesucher verzichten?
Also Preisentwicklung und Umweltengagement sehe ich nicht auf einer Seite. Der Kirchentag wird dadurch auf jeden Fall wertvoller. Und das ist auch das, was wir nach außen strahlen wollen. Worauf Besucher verzichten müssen, das ist eine interessante Frage, weil Ressourcenschonung bedeutet an vielen Stellen halt eben auch Verzicht. Zum Beispiel muss man auf dem Abend der Begegnung darauf verzichten, an jedem Stand wie selbstverständlich eine Serviette zu bekommen oder sondern gegebenenfalls dafür fragen zu müssen. Weil wir halt eben unsere Ressourcen nicht einfach so rausgeben wollen, sondern auf Bedarfe achten. Frau Neumann, Frau Hölscher, vielen Dank.